Ich begrüße das sehr, dass wir bei uns an der Schule dieses Mediationsteam haben. Wir haben das jetzt etwa seit 4 Jahren. An der Schule mit über 700 Schülern gibt es natürlich immer wieder Konflikte zwischen Lehrern und Eltern natürlich häufig, zwischen Schülern untereinander, zwischen Schülern und Lehrern. Und die Konflikte landen häufig bei den Schulleitern. Und wir sind als Schulleiter einfach nicht ausgebildet, solche Konflikte beizulegen. Wir hätten auch nicht die Zeit dafür, da jeweils immer darauf einzugehen. Und deswegen finde ich es eine ganz prima Sache, dass wir bei uns dieses Team haben aus Eltern, Schülern und Lehrern, die eben die Dinge in die Hand nehmen und nach einer Konfliktlösung streben. Und ich glaube mittlerweile auch, dass sie das wirklich in einigen Fällen schon sehr erfolgreich gemacht haben. Also alles begann 2011, als Herrn Hedinger, unserem Chef an der Schule, ein Arbeitspapier des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf den Tisch geflattert ist mit dem Titel Konfliktmanagement an Schulen. Dort war schön aufgezeichnet, wie ein Konflikt zwischen zwei Konfliktparteien, der begonnen hat, zu lösen ist und welche Parteien einbezogen werden sollen. Dieses Schreiben habe ich mit Herrn Heding, also dem Schulleiter, uns angeschaut. Und ich selber, da ich ja schon vorher mit Schülern Streitschlichtung gemacht habe, fand die Idee sehr gut. Herr Heding hat gesagt, okay, können wir probieren. Er hat so eine GLK vorgestellt. Und aus der GLK heraus war für mich sogar ein bisschen überraschend, weil ich gedacht habe, die Kollegen sind sehr skeptisch. Kam aber der Auftrag, dass wir eine Gruppe bilden dürfen. Und Kollegen waren auch relativ schnell gefunden, bestehend aus 4 Kolleginnen und mir und 4 Eltern. Und dann kam ein langer Prozess des Anpassens an uns und unsere Gegebenheiten hier. Nachdem wir unser Konzept erarbeitet haben, kam relativ schnell dann auch der Gedanke, ja toll, jetzt haben wir ja was beschlossen, aber die es vielleicht betreffen könnte, Schüler, sind ja gar nicht dabei. Ja, also wir machen wieder etwas über Schüler, reden über jemanden, der nicht da ist. Und dann war es klar, wir brauchen in der Gruppe Schüler. Und ich selbst war das sehr skeptisch, ob das überhaupt gut geht. Und es war eine ganz tolle Erfahrung. Allein schon bei der Fortbildung war das eine wirklich sehr angenehme Atmosphäre. Das Schöne ist, dass in der Gruppe wirklich auf Augenhöhe miteinander gesprochen wird. Also auch ein Schüler, der die Mediationsausbildung und diesen Weg mit uns mitgegangen ist, wird ernst genommen und auch als Mediator ernst genommen. Und die Zusammenarbeit ist sehr fruchtbar und macht großen Spaß. Ich denke, was auch noch Erfahrung, die ich einfach auch weitergeben möchte, auch für andere Schulen, weil ich es einfach toll finde, nehmen die Eltern mit ins Boot bei den Veranstaltungen. Die Eltern haben sehr viel Engagement. Viele Eltern haben tolles Wissen, das man einfach ganz positiv in der Schule aufnehmen kann. Die haben gute Ideen und auch unsere Schüler. Meine Kinder waren damals noch beide an der Schule, sind es jetzt nicht mehr. 2011 hat es begonnen. Und das Faszinierende war halt, dass ich Lehrer, Schüler und auch Eltern gefunden habe, die gesagt haben, wir schauen mal, was wir hier auf die Beine stellen können zum Thema Mediation. Ich bin nebenberuflich Mediator, also nicht hauptberuflich, verdiene mein Geld nicht damit. Dachte mir aber, hey, wunderbar, hier kann ich mich da mal einbringen und war einfach gespannt, was sich entwickelt. Auch was Mediation ist, viele Leute sagen immer noch Meditation dazu, weil es teilweise doch nicht so bekannt ist, wie man denkt, gibt es Ängste. Und um das Ganze erfahrbar und erlebbar zu machen, praktisch Mäuschen spielen zu können, wollten wir den Eltern die Gelegenheit geben, bei einer Mediation dabei zu sein und haben deshalb uns mit dem Werkraum Theater Karlsruhe zusammengetan und Szenen entwickelt, die typische Fälle zeigen. Jetzt reicht's. Es kotzt mich nur noch an. Wir haben schon den Arsch gerettet beim Konzert vor ein paar Tagen. Das Zeug, was wir spielen mussten, war viel zu schwer. Und wir hatten viel zu wenig Zeit. Trotzdem haben wir uns reingehängt wie die Blöden. Wenn der die Klausur schreiben will, gehe ich zum Chef.
Zu unserem Projekt auf Augenhöhe, Szenen zum Thema Mediation an Schulen. Um was geht es konkret? Die Schulgemeinschaft am Gymnasium Neureuth hat sich zum Ziel gesetzt, Konflikte immer weniger durch autoritäre Entscheidungen und immer mehr durch einvernehmliche Vereinbarungen zu lösen. Ein Teil davon ist das Mediationsteam der Schule. Mitglieder des Mediationsteams, Teilnehmer der Theatergruppe vom Gymnasium Neureuth und Theaterschaffende von Werkraum Karlsruhe e.V. haben sich zusammengetan und exemplarisch drei Fallbeispiele einstudiert, anhand derer der Verlauf solcher Mediationsgespräche hier am Gymnasium Neureuth dargestellt werden soll. In kleinen Szenen beschreiben wir Konflikte, wie sie im Schulalltag entstehen können, und stellen die Sichtweise der jeweiligen Beteiligten dar. Wir spielen in Auszügen Mediationsgespräche nach und markieren mögliche Stationen im Verlauf solcher Gespräche. Jede Seite bekommt jetzt hier zunächst einmal die Möglichkeit, ihre eigene Sichtweise darzustellen. Die andere Seite hört zu. Wir Mediatoren nutzen Fragen, spiegeln die Gefühle, die aufkommen, und hören aktiv zu. Ja, also ich würde dann ganz anfangen, wenn das in Ordnung ist. Der Anlass, warum wir uns hier treffen, ist eine Klausur in Musik. Worum geht's? Christoph, mein bester Schüler, weigert sich, diese Klausur zu schreiben, weil er eben der Meinung ist, er hat schon genug getan. Wir hatten ja diesen großen Auftritt da beim Neujahrskonzert, haben Sie vielleicht verfolgt. Und letzte Woche in der Klasse, als ich dann die Klausur angekündigt habe, hat Christoph sich gemeldet und hat gesagt, er sieht es nicht ein, diese Klausur zu schreiben. Ich war wie vor in den Kopf gestoßen. Christoph hat noch dazu dann die ganze Klasse hinter sich gestellt, hat gesagt, er wird notfalls zum Direktor gehen, weil er diese Klausur eben absolut nicht für angemessen hält. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß gar nicht, was ist in Christoph gefahren ist. Ich weiß auch nicht, wie er sich das vorstellt. Christoph, wir haben immer gut zusammengearbeitet. Du hast dich voll reingehängt bei mir. Also bei dem Projekt, bei dem Neujahrskonzert hast du den Solopart gespielt. Du hast super gespielt, wirklich. Und jetzt auf einmal hinterher machst du so einen Stress. Also drohst mir quasi, willst zum Direktor gehen. Und ich hab da überhaupt keine Wahl. Ich kann die Klausur nicht einfach ausfallen lassen. Die ist vorgeschrieben. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Danke, Herr Benz, für Ihre offenen Worte. Christoph, du hast den Herrn Benz jetzt gehört. Wie geht's dir damit? Wie soll's mir schon gehen? Ich find's nach wie vor scheiße, dass wir uns jetzt noch die Klausur reindrücken müssen. Nach all dem, was wir für sie getan haben in den letzten Wochen, Monaten, wo wir uns so engagiert haben, wo auch ich Träger war vom Ergebnis. Ich habe die Leute dazu noch animiert, weiterzumachen. Wir haben so viel gemacht, in den Ferien geprobt und alles. Wir hatten in 2 Monaten eine Partitur drauf, wofür man normalerweise ein halbes Jahr braucht. Sie haben von unserer Arbeit profitiert. Sie haben den ganzen Applaus kassiert. Riesengroße Anerkennung vom Direktor. Wir Schüler wurden noch völlig vergessen. Die Arbeit lag ganz klar beim Kurs und Sie haben die Lorbeeren kassiert. Ohne uns wäre das doch niemals möglich gewesen. Und jetzt wollen Sie uns allen Ernstes noch eine Klausur reindrücken? Das geht echt nicht. Nein. Christoph, das klingt jetzt sehr enttäuscht und verletzt, was ich da heraushöre. Dass eure Arbeit nicht wirklich gewürdigt wurde? Was meinst du, Gerd? Ja, wirklich. War das so, dass der Direktor mit euch überhaupt nicht gesprochen hat? Wir haben keine Anerkennung bekommen. Der Herr Benz, der hat die Anerkennung bekommen. Herr Benz? Ja, dass ihr euch jetzt da nicht genug wertgeschätzt gefühlt habt, das tut mir natürlich leid. Aber müssen wir vielleicht nochmal mit der Klasse drüber reden. Also, nur Christoph, du hast dich so eingebracht bei mir. Du hast den Solopart mit der Geige gespielt, Die anderen haben sich nach dir ausgerichtet. Du hast super gespielt. Also auch an dem Abend ganz, ganz besonders. Wirklich großartig. Und jetzt reitest du mich so rein. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich kann diese Klausur nicht einfach ausfallen lassen. Ich kann die nicht einfach nicht schreiben lassen. Wir sind da die Hände gebunden. Vertrau mir doch ein bisschen in der Sache, ja? Für unser Engagement kann man also keine Noten geben? Toll, ich muss mich auch noch auf die wichtigen Fächer im Abi vorbereiten. Christoph, du
hast gesagt, Musik ist dir so wichtig, dass du es vierstündig wählst. Das kommt doch nicht nur auf Musik an. Was soll ich denn in den anderen Fächern? Ich krieg Stress von der Schulleitung, wenn ich die Klausur nicht schreibe. Ich krieg auch Stress, wenn sich die Schüler gegen mich auflehnen. Natürlich fließt euer Engagement, das Konzert, fließt in die mündliche Note mit ein. Aber es kann ja die Klausur nicht ersetzen, ja? Was heißt hier überhaupt Stress von der Schulleitung? Sie sind von der Schulleitung super gelobt worden. Die Schüler wurden doch völlig vergessen. Ja, dass ihr jetzt in der Rede vom Direktor nicht erwähnt worden seid, okay. War natürlich ein Fehler. Tut mir leid, aber es gab doch ausreichend Anerkennung. Allein das Publikum an dem Abend, die Begeisterung, alles das. Also ich kann jetzt auch noch mal jedem meinen persönlichen Dank aussprechen, wenn es darum geht. Gar kein Problem. Trotzdem muss ich mich jetzt noch um andere Dinge kümmern. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Die anderen Fächer habe ich bis jetzt zum Teil vernachlässigt. Ich habe keine Zeit für die Musikarbeit. Also das heißt, für dich ist jetzt vom Abi der Druck einfach auch unheimlich hoch und mir scheint es, als wächst dir jetzt langsam fast über den Kopf. Und zumindest für Musik würdest du sagen, hast du genug getan. Ja. Ja. Christoph, jetzt hör doch bitte mal auf mit den Spielchen, ja? Was steht jetzt dahinter? Ich meine, eine Klausur in Musik, die schreibt ein Schüler wie du doch mit links. Es muss jetzt aber auch wirklich mal reichen. Das muss jetzt auch mal reichen. Sie sehen doch gar nicht, wie sie sind in solchen Endproben. Sie haben immer rumgeschrien, sind laut geworden. Das war kein nettes Verhältnis. Da war ein enormer Druck dahinter. Sie haben kaum Lob ausgesprochen. Ganz im Gegenteil, wir mussten sie immer wieder aufrichten. Wie absurd ist das denn? Ich meine, sie hatten mächtig Stress und den haben sie einfach an uns weitergegeben. Wir mussten ihre Launen ertragen. Das ist meine Sicht von der Sache. Sie haben es wahrscheinlich so gar nicht gesehen. Für den Kurs war es nur gut, dass am Ende die Proben vorbei waren. Dass der Stress endlich vorbei war. Wie es ankam, war dem Kurs doch am Ende scheißegal. Na, das ist jetzt aber nicht dein Ernst, ja? Ja, ich bin geschockt. Also, es war mir nicht klar, also dass ihr das jetzt, also dass ihr jetzt da nichts Positives mehr dran sehen konntet, dass ihr, klar habe ich da manchmal einen scharfen Ton drauf, weil ich will dann halt auch wohin kommen und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Mir war halt wichtig, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen und dass wir diesen Erfolg dann auch gemeinsam teilen können. Und ich weiß überhaupt nicht, wie man sich da jetzt auf einmal so querstellen kann. Sie haben es sich und uns unnötig schwer gemacht. Dass Sie zum Beispiel auf die Idee gekommen sind, mitten in den Proben neue Noten auf einmal aufzuteilen. Wir hatten die alten ja gerade erst drauf gehabt. Wir konnten gerade wieder von vorne anfangen. Ja, worüber reden wir jetzt eigentlich? Was auch immer wieder interessant ist, ist ja immer, dass wenn zwei Seiten streiten, dass auch immer beide Seiten Anteile haben an dem Ganzen. Und das finde ich dann immer noch so das Highlight, wenn das auch so gesehen wird von der Seite, die sich eben als das Opfer gerade fühlt oder so, ja. Na klar, also ihr seid eben der Musikleistungskurs. Natürlich habe ich da andere Forderungen, als wenn ich in der Mittelstufe irgendwie ein kleines Adventssingen veranstalte, ja? Also das ist ja auch wieder typisch. Also wenn man keine Verantwortung hat, dann weiß man sowieso, wie es besser geht. Ja, Schüler wissen ja sowieso immer alles besser. Jeder glaubt ja immer, ein Schulorchester zu führen, ist ja einfach. Nein, das glaube ich nicht. Das habe ich auch gar nicht gesagt. Du stellst meine Stellung als Lehrer hier in Frage, du untergräbst meine Autorität. Und ich weiß nicht, warum. Ich will wissen, warum machst du das? Warum machst du alles, was wir zusammen gemacht haben, so negativ? Weil es vielleicht negativ war. Vielleicht bis auf das Konzert an sich. Ich möchte jetzt da mal was fragen. Herr Benz, wie hören Sie das jetzt? Also für mich kann man das sagen, als würde Christoph sagen, der Herr Benz ist ein hundsmiserabler Lehrer. Ah, hört sich so an. Verstehe ich auch nicht. Weiß ich jetzt echt nicht mehr weiter. Christoph? Wir hatten den Herr Benz ja schon davor im Unterricht und zwei Jahre lang. Und das war ja auch alles okay, auch am Anfang von den Proben noch. Aber später, das war schlimm. Ich meine, so kannte ich sie gar nicht, Herr Benz. Das hat mich schon gestört. Aber das ist jetzt differenziert, was du jetzt sagst. Im Unterricht durchaus gut,
Aber dann bei den Proben, da gab es eine eindeutige Enttäuschung. Da war der Tonfall, da war die Atmosphäre. Herr Benz, hören Sie diese Differenzierung? Ja, ich habe halt da manchmal so einen Ton drauf. Das ist aber, weil wenn ich auf die Probe komme und ich weiß halt, wo ich hin will, ich habe dann vor allem das Ergebnis im Auge und das erwarte ich von allen, die mitmachen, eben auch. Und ihr seid halt auch keine Sechst- oder Siebtklässler mehr, ihr seid Oberstufe. Müssen wir wohl dann nochmal drüber reden mit der Klasse. Aber das sehe ich jetzt, also, dass ihr euch da jetzt nicht wohlgefühlt habt und dass ihr jetzt nicht mehr hinter der Sache stehen konntet, das wollte ich natürlich nicht. Also, das tut mir leid. Ja, aber dass die Proben endlich vorbei waren, dass wir haben ja noch nicht mal gefeiert oder sowas, dass endlich der Stress vorbei war. Moment, kann ich dann bitte einen Vorschlag machen? Also dann feiern wir halt jetzt. Also ich lade euch ein, ihr kommt alle zum Grillen, versprochen. Nächsten Montag um 10 Uhr muss ich die Noten abgeben. Wir schreiben die Klausur, so wie es vorgeschrieben ist. Und gefeiert werden muss aber natürlich auch. Ist ja klar. Da muss die Klausur aber verdammt einfach werden. Christoph, wie lange kennen wir uns jetzt? Vertraust du mir ein bisschen in der Sache? Ich sag's vielleicht einfach mal mit meinen Worten. Herr Benz, Sie können es dann meinetwegen auch einfach unkommentiert lassen. Ich komme mal kurz zu Ihnen hin, darf ich? Ja. So? Also Christoph, die Klausur, die wird so einfach, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Hör ich Widerspruch? Ja, ich denke, an dieser Stelle können wir mal unterbrechen. Das Gespräch würde natürlich noch etwas länger dauern. Was ich aber glaube, was sehr deutlich sichtbar wurde, ist, dass die Konfliktparteien sich gegenseitig sehr offen und auch sehr verantwortungsvoll gegenüber erklären konnten. Und auch darüber gesprochen worden ist, wie es dem Einzelnen damit geht. Herr Benz hat eingeräumt, dass er einen Fehler gemacht hat. Auch Christoph muss sich zugestehen, dass er sich die Sache vielleicht etwas zu leicht gedacht hat und dass er auch eventuell an seiner Haltung etwas ändern sollte. Dass er an dem Vorfall jetzt nicht festmachen kann, Herr Benz sei ein ignoranter Lehrer. Dass das nicht fair gegenüber Herrn Benz ist. Und dass er ja bislang eigentlich sehr gerne in den Unterricht von Herrn Benz gegangen ist. Auf die Lösung des Konflikts sind beide relativ schnell im intensiven Gespräch gekommen. Ja, und wenn Sie sich fragen, welche Rolle haben denn jetzt die Mediatoren dabei überhaupt gespielt? Die haben ja fast nichts gesagt. Ganz so stimmt es nicht, weil manchmal kommt es einfach darauf an, so ein Gespräch aktiv zu begleiten und an den nötigen Stellen dann einzugreifen. Die Emotionen, die wir gesehen haben, sind gut, die bringen so ein Gespräch weiter und erfreuen des Mediators Herz, denn dann können wir arbeiten mit dem, was da ist. Ich glaube auch, dass die beiden nach der Klausur und nach dem Fest sicher ganz gut miteinander weiter können für den Rest der Schulzeit, die sie noch gemeinsam haben. Es gibt natürlich auch Grenzen für Mediation, gerade auch für Mediation in Schulen strukturbedingt. Ein absoluter Grundsatz der Mediation ist ja die Freiwilligkeit. Und es kann durchaus sein, dass zum Beispiel ein Lehrer an der Schule hier sagt, ich kann mich freiwillig auf sowas nicht einlassen, dass dieser Konflikt, der mich hier schafft, hier noch bekannter wird. Wenn auch Vertraulichkeit das eigentlich absichert, aber die Freiwilligkeit steht darüber. Und wenn einer merkt, ich habe kein gutes Gefühl, dann müssen wir natürlich sagen, okay, dann kann dieses Angebot hier nicht zum Zuge kommen. Das ist völlig in Ordnung. Also es gibt niemals eine Pflicht zur Mediation. Schön wäre natürlich, wenn wir in der Nachbarschule irgendwo auch ein Mediationsteam hätten. Dann hätte man den gleichen Hintergrund, man wüsste um die Kontexte, wäre aber trotzdem extern. Es wäre sicher leichter, sich in so einem Kontext zu öffnen, dann wie gegenüber dem Vater, der
Schüler, die man vielleicht hatte, oder gegenüber der Kollegin oder dem Kollegen. Das muss man einfach sehen. Ich will eine 3. Aber ich bin nicht sicher, dass es klappt. Aber in erster Linie will ich, dass Frau Prana kapiert, wie scheiße sich anfühlt, wenn man so verarscht worden ist. So, ich begrüße euch jetzt recht herzlich. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Die Mediation, das beruht ja alles auf Freiwilligkeit. Und jetzt zu Beginn erstmal ein paar Grundsätze. Und zwar, wir sind Mediatoren und keine Richter. Das heißt, wir werden euch jetzt auf dem Weg, den wir im Konflikt gehen werden, begleiten und euch darin unterstützen. Also wir werden eine gemeinsame Lösung finden. Ja, und ich möchte ergänzen, dass alles, was wir hier sagen, besprechen, absolut vertraulich ist, darf also nicht nach außen geraten. Das ist wichtig, dass hier auch wirklich jeder offen sein kann. Wichtig ist auch, dass jeder jeden erstmal aussprechen lässt. Und ich wollte es noch mal fragen, gibt es von Ihrer Seite etwas, was Sie noch sagen möchten? Befürchtungen, Erwartungen, die sich vielleicht noch ergeben haben und die Sie zu Beginn unseres Gesprächs noch erwähnen möchten? Sie waren ja alle bereit, ja, dieses Ausgleichsgespräch miteinander zu führen. Und dann würde ich jetzt sagen, beginnen wir doch mit dem Gespräch. Und da wäre meine Frage, wer von Ihnen möchte denn den Anfang machen? Jede Seite bekommt nun die Möglichkeit, ihre Sichtweise darzulegen. Wir, das Mediatorenteam, nutzen die Fragen, spiegeln die Gefühle und hören aktiv zu. Darf ich anfangen? Ja, gerne, Stefan. Also, ich bin hier in dem Ausgleichsgespräch in einer Note in Erdkunde und es geht um ein Referat, das ich gehalten habe. Und obwohl das Referat echt super war und obwohl Frau Brandt mir für prompt eine 2 gegeben hat, habe ich jetzt doch erfahren, dass ich die 4 im Zeugnis bekomme. Und das verstehe ich nicht, weil Frau Brandt hat ja extra gesagt, dass ich mich durch das Referat verbessert habe. Und das verstehe ich nicht. Erst sagt sie das und dann sagt sie wieder was anderes. Und sie hat mir selber vorgeschlagen, dass ich mich durch ein gutes Referat verbessern kann. Weil die letzte Arbeit, ja, die habe ich halt ziemlich verhauen. Und das verstehe ich einfach nicht. Das finde ich richtig scheiße. Das war das erste und letzte Mal, dass ich mich in Erdkunde angestrengt habe, das ist sicher. Danke, Stefan, für deine offenen Worte. Ich versuche mal wiederzugeben, was ich da so herausgehört habe. Also, du bist schon auf eine Art richtig gehend sauer auf die Frau Brandt, weil sie dein Referat nicht so gewertet hat. Ja, du bist auch enttäuscht, weil eigentlich hast du ja damit gerechnet, weil ja dein Referat mit einer 2 bewertet wurde. Ist das richtig? Ja. Und du hast jetzt auch gesagt, also ich drücke das jetzt mal ein bisschen vorsichtiger aus, dass du dich nicht mehr so gut motivieren kannst, um im Unterricht bei der Frau Brandt gut mitmachen zu können. Ja, du willst dich eigentlich auch gar nicht mehr anstrengen, weil das Referat war ja ziemlich anstrengend und hat ja letztendlich nichts gebracht. Höre ich das so richtig? Ja, genau. Ich habe von umsonst gelernt. Ich hätte genauso gut gar nichts machen können. Ich habe das Referat extra dafür gehalten, um von der 4 runterzukommen. Und ich weiß auch nicht, was ich Frau Brandt getan habe. Ich dachte immer, sie könnte mich gut leiden. Und ich habe mich in ihr voll getäuscht. Und das ist richtig doof, weil im Endeffekt hat das Referat nichts gebracht. Kann ich? Ich würde jetzt gerne noch mal beim Stefan nachfragen. Oder vielleicht auch erstmal. Ich weiß, Frau Brandt, Frau Wacker, es ist jetzt sicherlich nicht leicht, hier zu sitzen und erstmal nicht reden zu dürfen. Aber Sie werden beide noch ausreichend Gelegenheit dazu bekommen, ihre Sichtweise darzulegen, das verspreche ich. Aber jetzt zu dir, Stefan. Du hast ja gesagt, du dachtest immer, dass Frau Brandt dich leiden kann. Und dass du jetzt denkst, dass Frau Brandt dich nicht mehr leiden kann. Wie fühlt sich das an? Ja, schlecht fühlt sich das an. Ich werde dafür bestraft, dass ich mich anstrenge. Das kann doch nicht sein. Darauf kann ich verzichten. Danke. Ja, jetzt würde ich aber gerne mal die Frau Brandt fragen. Wie hören Sie das? Tut mir erstmal leid, dass diese Note so großes Unbehagen und so großen Ärger ausgelöst hat. Und ja, es stimmt, Stefan kam nach der 5, die er in der Arbeit geschrieben hat, zu mir und hat gefragt, wie er sich verbessern kann und ob er ein Referat halten könne. Das war deine Idee. Und ich habe gesagt, obwohl ich schon mit dem Stoff ein bisschen im Verzug bin, ja, ist in Ordnung, weil ich Schülern gerne Chancen gebe.
Das Referat war eine 2, das war gut, das war überraschend gut. Und ich habe ihm signalisiert, dass er sich dadurch verbessern kann. Ja, das stimmt. Der springende Punkt ist allerdings, dass er sich nach dem Referat überhaupt nicht mehr angestrengt hat. Im Gegenteil. Er hat, du hast nur noch geredet, geschwätzt, warst am Handy und die mündliche Note zählt eben auch. Und so hat er sich eben nur von einer 3,8 auf eine 3,6 verbessert, was im Endeffekt an der Endnote nichts geändert hat. Das stimmt. Das war am Anfang des Schuljahres, war dein Verhalten anders im Unterricht. Auch deine mündliche Leistung hat sich extrem verschlechtert. Das ist vielleicht auch für Sie interessant, Frau Wacker. Frau Wacker, wie haben denn Sie von dem Konflikt mitbekommen und wie geht's Ihnen damit? Ja, der Stefan ist nach Hause gekommen und hat gesagt, dass er in Erdkunde ein Referat machen soll. Ne? Darf. Ja, und dann hat er das auch getan. Und bei seiner PowerPoint-Präsentation, da hat mein Mann ihn ein bisschen unterstützt. Natürlich nicht viel, ja. Und ja, damit haben wir gerechnet, dass er wirklich eine gute Note dann in Erdkunde bekommt, weil unter 3 geht bei uns gar nicht. Muss man einfach besser sein, ja? Ja, und die wissen ja, wie gut das war. Mein Vater war voll begeistert. Der hat Frau Pranert sogar noch gelobt dafür, dass sie Schülern auf diese Art und Weise Chancen gibt, sich zu verbessern. Und dann habe ich auch die 2 dafür bekommen. Und was soll ich denn da anderes denken, außer dass ich die 3 im Zeugnis bekomme? Und trotzdem bekomme ich die 4. Dann, meine Eltern haben gesagt, ich soll noch mal bei Frau Pranert nachfragen, ob es vielleicht ein Fehler war. Das habe ich dann auch gemacht und sie hätte gemeint, es läge an der mündlichen Leistung. Da würde ich bei ihr keine 3 bekommen. Das habe ich dann zu Hause erzählt und dann sind wir hier. Meine Eltern waren richtig sauer und haben sich an das Meditationsteam in der Schule gewandt. Unser Bestreben ist schon, dass die Konfliktparteien sich zunächst untereinander versuchen zu einigen. Also Beispiel, ein Schüler hat ein Problem mit einem Lehrer, dann wäre es immer wünschenswert, wenn zunächst Lehrer und Schüler gemeinsam sich besprechen und sich austauschen. Wenn das nicht funktioniert, kommen natürlich Eltern mit ins Boot, eventuell, wenn das nicht der Klassenlehrer ist, der Klassenlehrer. Und auch wenn diese Gespräche alle nichts gebracht haben, dann wäre es angesagt, das Mediationsteam ins Boot zu holen. Wichtig hierbei ist, dass nirgends der Chef, also Herr Hedinger als Rektor der Schule, als Richter auftritt. Und das ist eine Entwicklung, die es an einigen Schulen gibt, dass Eltern sehr schnell zum Chef gehen, wenn sie ein Problem haben mit einem Lehrer, wenn das Problem zwischen Schüler und Lehrer besteht, und von dem dann ein Richterspruch erwartet wird, natürlich im eigenen Interesse. Und das soll hier nicht so sein. Die Erwartung der Eltern und der Beteiligten ist natürlich, dass der Schulleiter Recht spricht. Ja? Der eine hat Recht und der andere hat Unrecht und dann so soll der Konflikt beigelegt werden. Das funktioniert einfach nicht. Und es funktioniert vor allem nicht, wenn es eben so viele sind. Es ist nicht so, dass wir jetzt eine besonders konfliktträchtige Schule wären, ganz im Gegenteil. Aber es gehört zum Alltag, diese Konflikte. Und diese Rechtsprechung hilft nicht weiter. Sie ist kein Lösungsansatz. Der Lösungsansatz ist eben der Mediation, dass sich die Parteien auf Augenhöhe begegnen, dass sie einander zuhören, dass sie ihre Standpunkte da vorbringen können, aber vor allem eben auch den Standpunkt des anderen versuchen nachzuvollziehen. Ich glaube, das ist viel vielversprechender als andere Wege. Jetzt geht es darum, mehr über die Hintergründe zu erfahren. Was steckt überhaupt hinter der Wut, hinter der Verärgerung? Manchmal ist es Sorge, manchmal ein tieferes Problem oder vielleicht auch einfach nur ein Missverständnis. Wir, das Mediatorenteam, werden jetzt versuchen, den Konflikt gemeinsam mit den Parteien immer besser zu verstehen. Mein Mann und ich und vor allen Dingen Stefan halten sich daran auf, dass Frau Pranert ihm die bessere Note zugesagt hat. Und nun ist dem nicht so und
Das können wir nicht verstehen, ja? Die Frau Brannert hat damit ihr Wort nicht gehalten. Was sind dann Ihre Befürchtungen, Frau Wacker? Meine Befürchtungen sind, dass Stefan eine Verweigerungshaltung aufbaut und sich damit jegliche Chancen verspielt, ja? Weil er einfach nicht mehr einsieht, seine Leistungen zu steigern, und damit wird auch seine Zukunft verbaut. Sie können es sich vielleicht leisten und können sagen, ja, das wird nicht so sein. Aber die Schüler sind die Leidtragenden. Das sind diejenigen, die später keine Lust mehr haben, auf die Schule zu gehen, die sich nicht mehr anstrengen wollen. Und überhaupt, Sie müssen sich darüber im Klaren sein. Wenn Sie etwas versprochen haben, dann sollten Sie es auch halten. Denn versprochen ist immer noch versprochen. Die Kommunikation läuft zuerst in einem Dreieck ab. Eine Partei, Konfliktpartei, spricht zum Mediator, der wieder zu der Partei, und dann spricht die andere Partei. Und ganz langsam kann man sich vorstellen, dass es mit Hilfe der Mediatoren gelingt, dass die beiden sich so langsam zueinander zuwenden und die Kommunikation dann über den Mediator läuft. Und dann in den Rollenspielen macht es selbst die Erfahrung, dass die Konfliktparteien plötzlich miteinander sprechen. Versprochen war die drei nie. Und er hat sich, ja, er hat sich angestrengt. Und er ist dafür auch belohnt worden mit der 2. Das Referat war wirklich gut. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber Stefan, du kannst doch nicht leugnen, ich schaue noch mal nach, deine letzte mündliche Note war eine 4, dass du dich am Ende überhaupt nicht mehr, und das noch nett, ausreichend, ja, überhaupt nicht mehr angestrengt hast. Ich habe mich angestrengt. Ich habe bloß nicht gewusst, dass ich mich noch mehr anstrengen muss. Und manchmal ist der Unterricht einfach derbe langweilig. Also Stefan, jetzt mach mal einen Punkt. Wenn du über 3 Reihen mit Paul redest, kriegst du doch vom Unterricht, da kriegt er doch vom Unterricht überhaupt nichts mit. Pausenlos am Handy, dauernd musste ich dich, nicht nur ihn, ja, aber dauernd musste ich dich maßregeln. Was erwartest du? Also bei deiner Einstellung zum Lernen und bei deiner Haltung zum Unterricht muss irgendwann schon hinterfragt werden, ob das Gymnasium die richtige Schule für ihn ist. Ich höre aus Englisch und Mathe, das sind 2 Kollegen, mit denen ich noch sprechen konnte vor diesem Gespräch, Ähnliches, dass es sehr an der Aufmerksamkeit mangelt. Und wenn Sie, Frau Wacker, sagen, dass meine Schüler mir egal sind, das ist überhaupt nicht so. Ja? Ich wäre nicht hier, wären Sie mir egal. Und ich hätte Stefan auch nicht die Chance auf das Referat gegeben, wären die Schüler mir egal. Ich bitte Sie, auch wenn es schwerfällt, diese 4 als Weckruf zu sehen, dass du dich im nächsten Jahr mehr anstrengst, um von Anfang an vielleicht auch an das Referat und die 2 anknüpfen zu können. Das wäre doch schön. Ja? Es fehlt eben auch in anderen Fächern, nicht nur in Erdkunde, an der nötigen Aufmerksamkeit. Ich will ja aufpassen, aber die anderen sind immer so laut, die bringen mich dauernd raus. Ich... Ist das denn so? Ist die Klasse oft laut, Frau Brannert? Nein. Es gibt ein paar Spezialisten wie in jeder Klasse, die Unruhe reinbringen, ja, auf jeden Fall. Aber erstens muss er sich ja nicht mitziehen lassen. Er muss ja nicht mitmachen, gerade wenn es um so eine kipplige Note geht. Und zweitens ist die Klasse nicht besonders laut, wo man sagt, ich kann gar nicht aufpassen. Nein. Dann würde ich jetzt auch gerne noch mal beim Stefan nachfragen. Und zwar, wie geht es jetzt mit dir mit dem, was Frau Brannert gesagt hat? Also glaubst du ihr, dass sie sich Sorgen macht wegen deiner Mitarbeit in der Erdkunde? Ja, ich glaube schon, dass Frau Brannert nichts gegen mich hat. Und ich habe ihr schon die ganze Zeit gewusst, dass in der Note in Erdkunde nichts mehr zu ändern ist. Aber ich will, dass sie mir nächstes Mal sagt, wenn ich mich mehr anstrengen soll und mir nicht einfach die 4 verteilt. Also ich muss jetzt hier mal unterbrechen. Da ist ja jetzt doch einiges Neues hinzugekommen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt alles, was so neu ist, mal auf den Tisch legen. Und ich würde dann gern jeden Einzelnen von Ihnen fragen, was das so mit Ihnen macht.
Frau Branert, Sie haben ja jetzt ganz deutlich gesagt, dass Sie mit der Mitarbeit vom Stefan überhaupt nicht einverstanden sind und dass das offensichtlich auch der Grund ist, warum es im Zeugnis keine 3 geben konnte. Kann es sein, dass Sie auch enttäuscht sind? Ja, vielleicht sogar wütend wegen der indirekten Behauptung, Ihre Schüler seien Ihnen egal. Obwohl, dass die Frau Wacker, denke ich, nicht so pauschal gemeint hat. Wie ist das? Wir unterbrechen hier. Das Gespräch würde natürlich noch wesentlich länger gehen. Was ich aber denke, was schön sichtbar wurde, ist, dass die beiden Konfliktparteien sich gegenseitig erklären konnten und dass auch darüber gesprochen worden ist, wie es dem Einzelnen damit geht. Der Konflikt liegt jetzt sozusagen auf dem Tisch, er ist offen da und jetzt kann er auch bearbeitet werden. Die Frau Wacker hat sicherlich bemerkt, dass die Frau Brannert eine doch sehr engagierte Lehrerin ist und dass Frau Brannert ihrerseits von Stefans Verhalten enttäuscht ist. Auch Stefan muss vielleicht einräumen, dass er sich die Sache zu leicht gemacht hat, dass er sich nicht auf dieser Note ausruhen kann, dass er daran nicht festmachen kann, dass er keinen Bock mehr auf den Unterricht bei Frau Brannert haben darf. Dass sowas auch nicht fair gegenüber der Frau Brannert ist. Aber da sind wir noch nicht. Aber das sind Punkte, die die Konfliktparteien im weiteren Gespräch sicherlich berühren werden. Auf die Lösung müssen die Parteien dann selbst im weiteren Gespräch kommen. Dann, denke ich, das ganz Entscheidende ist hier, dass die Grundlagen der Gesprächsführung gelernt werden, sprich aktives Zuhören, Paraphrasieren, Zusammenfassen. Und dieses empathische Verhalten, das muss bei beiden Parteien ankommen. Natürlich hat man als Mediator sein Handwerkszeug. Mediation ist eine klar strukturierte Konfliktvermittlungsmethode, die durch ganz klare Phasen hindurchgeht. Das ist uns als Mediatoren immer bewusst. Das hat man im Hinterkopf, so wie der Handwerker seinen Werkzeugkoffer dabei hat und seinen Bauplan sozusagen. Dann aber im konkreten Mediationsgespräch ist es wie wenn der Handwerker auf eine Baustelle kommt und er weiß vorher noch nicht, was er vorfindet, er weiß also auch nicht, was er anwenden wird. Da gilt es einfach, sich darauf einzulassen und letztlich dem zu vertrauen, was die Parteien bereits mitbringen. Einerseits an Kreativität und andererseits aber auch an Friedfertigkeit. Ich bin hier zu einem Ausgleichsgespräch, zu einer Mediation. Es geht da unter anderem auch um meine Fehlzeiten GK. Also ich bin da irgendwann dann nicht mehr hingegangen, weil ich mich von Frau Groß ungerecht behandelt gefühlt habe. Das stimmt auch so, also das mit dem Schuleschwänzen. Das habe ich im Vorgespräch den Mediatoren auch so gesagt. Und also meine Mutter hat sich an das Mediationsteam gewandt, als dann die ganze Sache aufgeflogen ist und meine Klassenlehrerin das vorgeschlagen hat. Ich bin jetzt auch mit meiner Mutter hier und es fühlt sich sehr, sehr komisch an, hier Thema zu sein, aber ich will wirklich, dass es besser wird und dass ich wieder normal in die Schule gehen kann. Ich wollte noch sagen, dass ich und auch alle anderen Leute hier in dem Mediationsgespräch freiwillig da sind. Freiwilligkeit ist eine der Grundvoraussetzungen für jede Mediation und die Konfliktparteien müssen eine Lösung wollen, sonst ist Mediation nicht möglich. Paula? Ja? Alles gut bei dir? Ja, ich war in Gedanken. Kommst du rein? Okay. Ja. In diesem Fall haben die Vorgespräche bereits stattgefunden. Wir als Mediatoren werden jetzt erst einmal auf die Vertraulichkeit, auf die Freiwilligkeit und auf unsere unparteiische Rolle als Mediatoren hinweisen. Ja, ich begrüße Sie herzlich zu unserem ersten gemeinsamen Gespräch und danke für Ihre Bereitschaft, an dieser Mediation teilzunehmen. Es beruht ja auf Freiwilligkeit. Zunächst die Rolle von uns als Mediatoren. Wir werden Sie in Ihrem Konflikt begleiten, aber nicht die Lösung geben, sondern die haben Sie bereits in sich und wir werden schauen, dass wir da gemeinsam hinkommen miteinander. Ja, ich möchte noch ergänzen, alles, was wir hier sagen, besprechen, ist absolut vertraulich, darf also nicht nach außen geraten, damit jeder auch wirklich offen sein kann. Wichtig auch, dass jeder jeden erstmal aussprechen lässt. Und ja, Sie waren ja alle bereit, dieses Ausgleichsgespräch miteinander zu führen.
An dieser Stelle möchte ich auch nochmal betonen, auch da gilt die Freiwilligkeit. Also wer dann irgendwann dann doch das Gefühl bekommt, boah, das halte ich jetzt hier nicht mehr aus, kann jederzeit rausgehen. Ja, ich möchte es vorab noch fragen, gibt es von Ihrer Seite noch etwas, was Sie sagen möchten? Erwartungen oder Befürchtungen, die sich noch ergeben haben und die Sie im Vorfeld unseres Gesprächs noch erwähnen wollen? Nein? Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Gespräch an. Und da wäre meine Frage, wer von Ihnen mag denn den Anfang machen? Jede Seite bekommt jetzt die Möglichkeit, ihre jeweils eigene Sichtweise darzustellen. Die andere Seite hört zu. Wir als Mediatoren nutzen Fragen, spiegeln die Gefühle, die aufkommen und hören aktiv zu. Also ich würde gern was sagen. Bitte. Ja? Paula, ich finde das sehr schade, dass du offensichtlich meinen Unterricht meidest. Das ist sehr wenig schmeichelhaft für eine Lehrerin. Aber besonders unschön finde ich, dass du überall herum erzählst, ich hätte dich als dumm betitelt. Das erzählt sie jedem. Und das ist definitiv falsch. Da werde ich absichtlich missverstanden und das weißt du auch. Ich habe versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen, darüber, auch über die Fehlzeiten, aber es war nicht möglich. Sie zeigt mir die kalte Schulter oder ist verstockt, wie es gerade auch schon wieder der Fall ist. Oder sie läuft weg. Das gab es auch schon. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir uns hier austauschen können und dass sie danach wieder den Unterricht besuchen kann. Denn so kann es nicht weitergehen. Für uns beide nicht, Paula, aber auch insgesamt für die Schule ist so ein Verhalten inakzeptabel. Danke, Frau Groß, für die offenen Worte. Also ich versuche jetzt mal wiederzugeben, was ich da so herausgehört habe. Sie sind schon auch auf eine Art verletzt. Jedenfalls macht es auf mich so den Eindruck, dass die Paula so gar nicht ihren Unterricht annehmen kann. Ist das richtig? Verletzt, ja. Ärgerlich, ja. Ihnen hat es auch leid getan, dass es da zu dem Missverständnis gekommen ist. Und Sie haben ja von Ihrer Seite aus versucht, an die Paula ranzukommen. Das war aber scheinbar nicht ganz so einfach. Es war nicht an sie ranzukommen. Da gab es doch diesen ersten Vorfall. Da ist der Konflikt so richtig aufgetaucht. Mhm. Wir hatten das davon im Vorgespräch. Ja. Da ist es ja schon so ein bisschen eskaliert. Können Sie das vielleicht noch mal erzählen, schildern, wie das war? Selina, sehr gut, das wird doch. Mensch, Paula, was war denn da los? Vielleicht solltest du mal früher anfangen zu lernen. Das kannst du doch besser. Ich habe wirklich gelernt. Das hatten wir letztes Jahr bei Frau Hörner und da hatte ich eine 2. Ich habe Ihre komischen Fragen überhaupt nicht verstanden. Paula, es ist offensichtlich, dass du nicht genug gelernt hast. Wollen Sie behaupten, dass ich lüge? Was soll das denn jetzt? Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Paula, nicht in diesem Ton. Wir können die Arbeit gern nochmal in Ruhe miteinander durchsprechen. Aber wir müssen jetzt mit unserem neuen Thema anfangen, okay? Paula, was machst du? Du bleibst jetzt hier. Überleg dir das gut. Also ich war schon überrascht. Man denkt, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Also ich hoffe jetzt, wir kommen wieder auf eine vernünftige Basis miteinander und können wieder normal miteinander reden. Ja. Es war ja auch nicht das einzige Mal, dass Sie so aneinander gerasselt sind. Nee, das stimmt. Ein paar Tage später, es war Donnerstag, frage ich die Hausaufgaben ab. Ich frage immer donnerstags die Hausaufgaben ab. Das wissen die Schüler auch. Und weil sie an diesem Tag gerade mal da war, habe ich sie drangenommen. Aber dann... Ich hatte meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja.
Was bitte macht es für einen Sinn, jemanden abzufragen, der nichts gelernt hat? Außer, dass man ihn extra damit quälen will. Paula, schön, dass du da bist. Ich würde dich heute gerne abfragen. Komm bitte vor an die Tafel. Ich kann Ihnen gleich sagen, dass ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Sie brauchen mich also gar nicht erst abzufragen. Wir können es doch trotzdem versuchen. Ich werde nicht nur die Hausaufgaben abfragen. Nein, das macht aber gar keinen Sinn. Das sehe ich nicht ein. Paula, ich bin immer noch der Meinung, dass du es wenigstens versuchen könntest. Nun komm schon, auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Ruhe! Paula, jetzt los. Stell dich nicht so an. Ich stelle mich überhaupt nicht an. Sie stellen sich an. Tragen Sie mir einfach die Scheiß-Sechs da ein und das war's dann. Paula, das finde ich jetzt aber wirklich dumm von dir. Ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Vielen Dank. Jetzt werde ich auch noch beleidigt. Wissen Sie was? Komme ich halt nicht mehr in Ihren beschissenen Unterricht. Paula, du bleibst jetzt da. Setz dich wieder hin. Paula? Nö, tschüss. Viel Spaß euch noch. Also das war schon eine heftige Reaktion von einer Neuntklässlerin. Da war ich schon echt sauer. Wie ist das für dich, Paula? Ich kann verstehen, dass Frau Groß da sauer war. Tut mir leid. Würde ich so auch nicht wieder machen. Paula, was mich interessieren würde, wie geht's dir jetzt damit? Jetzt, wo du es nochmal hörst. Wie fühlt sich's jetzt an? Weiß nicht. Also, schon ein bisschen besser und trotzdem. Frau Groß hat zu mir gesagt, dass ich dumm bin und es geht für mich einfach nicht, dass eine Lehrerin sowas zu mir sagt. Das ist scheiße. Was genau gefällt dir denn da nicht? Dass ich nicht gehört werde und dass mir nicht geglaubt wird. Das hat dich verletzt und deute ich das richtig, dass du dich machtlos gefühlt hast? Man darf sich nicht verteidigen. Sorry, aber wenn du als Schüler mal einen Stempel weg hast, dann wirst du den auch nicht mehr los. Danke, Paula, dass du es so offen sagst. Das sind jetzt natürlich auch Vorwürfe. Frau Budke, ich weiß, Sie schauen wahrscheinlich mit den Hufen. Ich würde jetzt trotzdem gerne die Frau Groß fragen. Ist es so, Stempel? Paula, ich verteile doch keine Stempel. Was hätte ich denn davon? Ich halte dich nicht für dumm und wenn sich das für dich so angefühlt hat, dann bricht mir auch wirklich kein Zacken aus der Krone, mich dafür zu entschuldigen. Was ich hiermit tue, es tut mir leid. Ich halte dich nicht für dumm. Kannst du denn, Paula, mit der Entschuldigung was anfangen? Ich kenne Frau Groß ja schon länger. In der 7. Klasse, da sind wir schon mal aneinander geraten. 7.? Da hat sie mich und ein paar Freunde beschuldigt, fälschlicherweise natürlich, auf dem Schulhof irgendwelche Prospekte oder was auch immer rumgeworfen zu haben. Wir waren das überhaupt nicht. Sie hat uns nicht mal zugehört. Als ich sie dann in Gemeinschaftskunde bekommen habe, dachte ich mir sofort, ja, ganz toll. Die kann mich ja eh nicht leiden. Dann die erste Arbeit. Ich war immer gut in Gemeinschaftskunde. Also das in der 7. Klasse kann ich mich mit Verlaub gar nicht mehr daran erinnern. Es tut mir leid, wenn ich euch da fälschlich beschuldigt habe, aber jetzt mal zurück in die Gegenwart. Dass du bei Frau Hörner besser warst, das kann gut möglich sein. Ich habe ein höheres Niveau jetzt als die Frau Hörner. Etliche Schüler mussten sich umgewöhnen, nicht nur du. Ich möchte euch gut aufs Abitur vorbereiten. Das ist mir wichtig. Ich halte dich überhaupt nicht für dumm, sondern ich habe dich Anfang des Schuljahres für als durchaus interessierte Schülerin erlebt. Vielleicht glaubst du mir das jetzt auch mal. Weißt du, ich bin hier, damit wir wieder auf eine Ebene miteinander kommen, auf der es funktioniert. Frau Kaufmann hat mich da sehr bestärkt, das zu machen. Aber das ist nicht leicht, hier zu sitzen als Lehrer. Denn die Kollegen zerreißen sich jetzt das Maul über mich. Ah, kriegt die ihre Probleme nicht selber in den Griff. Ja? Also da gibt es wirklich angenehmere Dinge. Hm.
Frau Grossin, das ist uns auch klar und dafür haben Sie auch unseren Respekt. Da gehört was dazu, eine ordentliche Portion Mut, auch vor den Kollegen letztlich einzuräumen. Ich habe hier einen Konflikt in einer Klasse mit einer Schülerin und ich möchte ihn angehen und Sie probieren es hier aus. Ja, Respekt dafür und danke. Ja, aber ja. Probleme aussitzen kann ich auch. Ja. Also die Frage, was ist der Vorteil zwischen der Mediation als Konfliktbearbeitung oder der klassischen Konfliktlösung? Es ist ja oftmals eben keine Lösung, die klassisch passiert, wenn zwei miteinander kämpfen und der eine gewinnt und der andere verliert. Da haben wir ja quasi ein Gefälle zementiert. Es gibt einen Sieger und es gibt einen Verlierer und mindestens einem geht schlecht, wahrscheinlich sogar beiden. Und in der Mediation wird es durchbrochen, dieses Stärker-Schwächer, Überlegen-Unterlegen hört auf. Und es gibt diese Erfahrung, wir können gemeinsam besser, nachhaltiger, mit viel weniger Kraft letztlich ein Ziel erreichen. Und das ist nochmal das Besondere, keinen faulen Kompromiss, sondern etwas, das uns beiden dient. Witzigerweise oft etwas, vor dem sowohl die Mediatoren als auch die Konfliktparteien vor dem Gespräch noch gar keine Ahnung haben. Also da gibt es oft auch so einen kreativen Impuls, der dann Ergebnisse herbeifördert, mit denen man vorher nicht gerechnet hätte, auf die man gar nicht gekommen wäre, ohne den anderen. Ja. Paula, du hast ja die Frau Groß gehört. Möchtest du noch was dazu sagen? Nein? Okay, dann aber jetzt Sie, Frau Butke. Wie sieht es für Sie aus? Also für mich war das jetzt schon sehr überraschend, alles zu hören. Und das Dumme dabei ist halt, wir haben zu Hause überhaupt nichts davon gemerkt, dass die Paula die Schule schwänzt und dass im Gemeinschaftskundeunterricht, dass das auch nicht rund läuft. Ja, ich hoffe natürlich, dass das auch wieder besser wird, aber ich sehe auch, dass das Problem wahrscheinlich mit der Frau Groß zusammenhängt, weil sie nun mal gesagt hat, dass die Paula dumm ist und das dann auch vor der ganzen Klasse. Und da muss man sich nicht wundern, wenn dann ein Schüler halt sich zurückzieht. Bei der Paula war es dann halt jetzt auch noch so, dass er angefangen hat, die Schule zu schwänzen, was ich furchtbar finde. Also das geht überhaupt nicht. Und ich hoffe natürlich, dass sie aufgrund dieses Gesprächs wieder in den Unterricht geht, regelmäßig geht, und dass die Probleme sich etwas entzerren. Jetzt geht es darum, mehr über die Hintergründe zu erfahren. Was steckt hinter der Sorge, hinter der Verärgerung, hinter der Wut? Manchmal ist es ein tieferes Problem, manchmal nur ein Missverständnis. Wir als Mediatoren werden jetzt versuchen, diesen Konflikt gemeinsam mit den Parteien immer tiefer zu verstehen. Für uns als Familie ist es furchtbar. Wir reden eigentlich nur noch über diesen Konflikt. Meine Mutter kennt überhaupt kein anderes Thema mehr. Ich bin zwar freiwillig hier, aber mir wird es gerade zu viel. Okay, ich habe Scheiße gebaut. Okay, ich habe geschwänzt. Okay, ich habe ein Problem mit Frau Groß, weil sie mich als dumm bezeichnet hat. Aber... Stopp! Paula, jetzt ist doch auch mal gut. Ich habe nicht dich als dumm betitelt. Ich habe mich entschuldigt und ich habe dir mehrmals gesagt, dass ich dich nicht für dumm halte. Jetzt glaub mir das doch auch mal. Jetzt bleib doch mal bei dir und komm zu dir und deinem Verhalten und wie du das jetzt ändern kannst. Wir wieder miteinander klarkommen. Ich habe vielleicht auch ein Problem, weil ich früher gut war in Gemeinschaftskunde und jetzt scheiße bin. Das kann sein. Ich habe auch Gefühle, okay? Ich weiß auch nicht, warum sich mal alle mich aussuchen müssen. In der Klasse habe ich ja auch Probleme. Warum erzählst du es nie? Das interessiert dich doch eh nicht. Dich interessieren nur die guten Noten, die ich ja jetzt nicht mehr habe. Ich weiß nicht, was die alle haben. Keine Ahnung. Ich ignoriere die alle. Ich habe ein, zwei Freundinnen, auf die ich mich eigentlich verlassen kann, aber das ist schwierig geworden in letzter Zeit auch. Und tut mir leid. Fliege ich jetzt von der Schule, weil ich was gesagt habe? Ach was. Weil ich geschwänzt habe?
Können wir aufhören? Bitte, das bringt doch überhaupt nichts. Macht's nur noch schlimmer. Ich komme wieder in Unterricht und alle sind zufrieden und gut. Alle zufrieden und gut? Sicher nicht, da geben Sie mir wohl recht. Es waren jetzt Paulas letzte Worte, aber da wird sich noch was tun. Und dass am Schluss beide sagen, sowohl die Paula als auch die Frau Groß, ja, so ist es okay für mich und auch die Frau Butke. Dass die alle ziemlich gute Freundinnen werden, das erwarte ich eher nicht, aber darauf kommt es auch gar nicht an. Sondern darauf, dass sie sagen, ja, okay, so können wir gut miteinander weiter. Da werden wir jetzt mal schauen.